dem Bus hier in Rio de Janeiro. Heute machen wir eine Tour mit. Und zwar geht es für uns heute, das große Ziel ist der Zuckerhut. Ja. Dieser hohe Berg am Rande der Stadt. Und, ja, da fährt man mit einer Seilbahn hoch. Und da fahren wir heute. So, der erste Stopp für unseren heutigen Trip steht bevor, und zwar sind wir bei der Cathedral Metropolitana, dem neuen Dom hier in Rio. Genau, und der Johannes Paul II. War schon dreimal hier. Mhm. Und so sieht das Ding aus. Die einzigen, die filmen. Hier bei dieser Tour ist irgendwie einer dabei mit einer großen Kamera und filmt die ganze Tour, und dann kann man am Ende ein Video der Tour kaufen. Ja, nur gut, dass wir unser eigenes Video machen. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen am Zuckerhut und steigen gleich in die erste Bahn auf den ersten Hügel hoch. Die Aussicht. Zwei Gondelfahrten, es sah schon unglaublich aus von der Gondel, aber jetzt ist es richtig cool. So ist die Aussicht hier auf dem Zuckerhut. Hier links hinter uns ist die Copacabana. Da ist die Christusstatue und hier ist dann Downtown Rio de Janeiro. Ja, richtig schön hier oben. Super schön. Gutes Wetter, gute Aussicht. 360 Grad Ausblick eigentlich auch. Ja, auf 398 Meter. Jetzt sind wir die zwei Gondelfahrten wieder runtergegangen. Runter ging deutlich fixer als hoch. Weniger Schlangen, die runter wollen. Keiner will mehr runter. Genau, wir sind jetzt aber wieder ganz unten und suchen uns gleich mal zu viert noch was zu essen. Mittagessen, denn ich glaube, wir haben alle Hunger. Und dann schauen wir mal, wie der Tag noch so weitergeht. Das ist der Zuckerberg. Und da fährt man runter bis zu diesem Berg. Und da steigt man um. Und dann fährt man zu der Teleferico-Station. Und dann ist man auch schon unten. Obrigado. So, unsere Bustour zum Zuckerhut ist vorbei und ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Yeah. Und der Tourguide war richtig cool und der hat uns jetzt eine Bar in Ipanema empfohlen, und zwar die Garota de Ipanema. Und hier wurde das Lied The Girl from Ipanema Goes Walking, also die Originalversion auf Portugiesisch, wurde hier geschrieben, und da trinken wir jetzt was und essen was Kleines.
Sardinia und essen. Ja, dann guten Appetit. Eine Sache, die man auf jeden Fall machen muss, wenn man mal in Rio de Janeiro ist oder in Brasilien allgemein, ist Brazilian Barbecue zu essen. Churrasqueria nennt sich das Ganze, wo das dann stattfindet. Und das ist eine ganz besondere Art, wie hier Grillfleisch gegessen wird. Und das machen wir jetzt.